Ich muss jetzt hier das Einhorn reparieren auf alle Fälle. So, abgeklebt haben wir schon. Den Schlitz hier oben. Das muss ja Einhornreparatur muss ja komplett mit drauf. Einhorn ist ja gerade mein Best. Ihr seht es im Video. So, broken Einhorn. Unicorn. Meine Tochter interessiert schon ja nicht mehr. Die würde das jetzt auch so in ihr Regal stellen. Nein, bitte nicht. Hast du doch schon. Bist du ja schon dekoriert worden mit Lämpchen und so. Das habe ich gemacht. Ja, toll. So, jetzt brauchen wir eine Gipsmulle. Gips? Ne, die Mulle ist hier. Ich meine Gips. Wo kommt das alles her? Ja, halt Schlampen. Ach, von dem. Von Carsten. Nee, das ist von Flo. Flo hat das nicht sauber gemacht hier. Ich nehm echt das Wasser auf. Genau. Machst du mal einen Schluck Wasser drin, bitte? Meine Tochter rührt Wasser an. Darf ich dann auch so rühren? Jetzt musst du dann Wasser rein. Du sagst dann Stopp. Stopp! Nein, natürlich nicht. Mehr. Stopp! So, gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Wenn wir jetzt noch Gips drin hauen. Ich mach das Gips rein. Bitte. Darf ich das mal anziehen? Nein. Ich kann keine Gedanken lesen, Skadi. Oh, es löst sich. Das ganze Einhorn muss voll gemacht werden mit diesem Gips. Das ist ein Gipshorn. Ja, sonst sind. Aluk. Zerbricht es wieder. Ärmel hoch, immer. Hat jemand Skadis andere Socke gesehen? Nein, ist weg. Und die andere? Wir machen jetzt nicht in Socken, wir machen jetzt in Gips. Das reicht noch lange nicht, ist natürlich klar. So, Papa rührt das auch nochmal durch, ja? Nein. Doch. Okay. Ja. Das wird auch irgendwann hart. An. Bitte am Sommer rühren. Bitte, Papa. So, dann brauchen wir noch was Kleines zum Nachstochen. Wie Nachstochen? Zum Nachstochen, was Kleines. Wir brauchen noch so zum Verschmieren innen drin. Brauchen wir auch noch was. Was meinst du? Oh, das ist ein bisschen kompliziert. Ein Pinsel oder so. Wunderbar. Ja, danke. So. Darf ich jetzt mal das noch weitermachen? Ich halte das Einhorn fest. Ah! Katastrophe. Skadi will nicht, dass ich es festhalte. Haltst du das Einhorn fest? Ja, das kann ja dauern. Einer wird gefüttert, aber andersrum. Direkt in den Bauch rein. Das ist der böse Wolf. Das ist eine Mästung. Mästung. Einhornmast. Das ist wie eine Delikatesse in Frankreich. Das ist nicht lustig. Doch, das ist total lustig. Ich fand's auch witzig. Am Marzing. Na? Dieses Einhorn hat Hunger. Eieiei. Ja. Kriegt Einhorn Hunger. Das ist das Nasenloch. Die Nase. Ja. Es gibt doch auch mal diese Figuren, die dann so zerbrechen und innen drin ist nochmal eine andere Figur aus Gold. Cool, sowas hätte ich. Ja. Na, hast du gedacht, ist das hier? Hätten wir Gold? Papa! Jetzt noch ein kleines Lego-Männchen einbauen. Ja. So. Weg da. Weg da? Kein Weg da! Festhalten, festhalten. Ah, ich muss mal kurz auf Stopp drücken, ansonsten sind die Dinger so lang. Stopp und Start, Start und Stopp. Wie lange soll ich denn das denn halten? Ja, das dauert noch eine Weile.
Mama, dauert das wirklich eine Weile? Ja, dauert eine Weile. Wenn ich dir jetzt sage, kannst du mir nicht loben. Muss ja nicht Mama fragen. Das ist nicht der Telefonjoker. Mama, es war nicht der Joker. Nee. Doch, ist sie. Kann gar nichts. Oh mein Gott, ist ja fast leer. Oh mein Gott. Was denn? Das stimmt doch. So, ich mach einen und Fuß. Finger weg. Achtung, hast du los? Mama sagt. Papa macht es. Mit Kira, das war was an dem Tag. Ich muss gar nicht so grimmig gucken. Hör auf, Mama! Wieso hör auf? Kann nichts dafür. Kannst du. Wer hat's kaputt gemacht? Lu Mama. Lu Manji. Hältst du mal? Halten. Mama war's. Wenn er die Milch macht. Ich mach. Nein. Ah! Nein, geh weg. Jetzt, nimm die Hand da weg. Ja, spritz. Echt? Mhm. Nimm die Hand weg. Hab ich dann eh gleich nicht angespritzt. Glumandi. Hab ich jetzt? Nein. Doch. Nein. Doch. Nein! Möchtest du das machen? Du hast es kaputt gemacht. Drei Stunden. Nein. Doch. Nein. Doch, siehst du, ich kann mich sehr gut an den Tag erinnern. Ja, wir wissen das alle. Wie du mich angeguckt hast und ich so meinte, das ist jetzt bestimmt kaputt. Und dann hast du das aufgemacht und hast mich dann ganz mit ganz wässrigen Augen angeschaut. Mama! Du bist schuld! Ja, und dann wusste ich schon, dass es, also ich wusste es ja schon vorher, aber danach. Mama weiß alles schon vorher. Mama ist nämlich so eine besser Mama. Mhm. Besser Mama. Mhm. Oh. Ja, muss gar nicht so gucken. Mütter wissen immer alles. Mutter weiß mehr. Papa und Mutter wissen nicht alles. Nein, wieso nicht? Wie alt wird denn ein Löwe, bis er stirbt? Die Antwort jetzt, im nächsten Heft. Ich muss das mal kurz googeln. Nein, du schmummelst. Du schmummelst, was ist ein Schmummeln? Wir wissen ja nicht. In der Schmu ein Begriff, Mr. Fischer? Mama schmummelt. Schummelt heißt es, nicht schmummelt. Mama schummelt. Nein, es ist nicht schlimm nachzugucken, wenn man selber etwas nicht weiß. Das stimmt. Doch. Dann benutzt man Lehrbücher und kein Internet. Also. Wie alt wird ein Löwe, bis er stirbt? Sag mal, Nuki. 100 Jahre alt einfach. Da wird sie ja vergessen festzuhalten. In der Zeit. Und? Wer sagt ja? Na, 100 wird er nicht. Das ist Quatsch. Löwe wird keine 100 Jahre alt. Doch. Nein. Doch. Du schmummelst. Du hast ja auch keine Ahnung. Das heißt 15 Jahre. Ja, ist nämlich ohne eine Katze. Nein, du schummelst. Ist ja ohne eine Katze. Und in Gefangenschaft etwa 25. Da werden sie älter, ja. Also, ich hab's erreicht. Aber es sind doch alle Löwen im Gefängnis. Naja, wenn die krank werden, so können die ja behandelt werden. Ja. Aber einzelne Tiere in zoologischen Gärten haben sie bis 25 Jahre erreicht. 25, dann haben sie ja richtig viel Leben mehr als andere Löwen. Jetzt mal ganz kurz. Ja. So, in der Position. Hältst du bitte am 10 Körper? Jahre ist schon viel. Hältst du? Ja. Körper? Im Vergleich zum. Zum gemeinen Hausdrachen? Bäh. Hey, meine Hausdrachen. Kannst du mal aufhören? Wer ist der gemeine Hausdrachen? Na, du! Das wird nochmal nachher ausdiskutiert. Beim Zähneputzen wird mit dem großen Bohrer gemacht. Der Toilettenbürste. Besonders intensiv. So, danke. Backenzähne damit. Nein. Denn mit dem Backen kannst du in Zukunft kacken. Mama. Kannst du, Papa. Mach ich. Skadi. Skadi, das ist mein Kaffee. Kannst du bitte da hinfassen? Ich glaube, das ist fertig. Sieht total toll aus. Aber so ist es. Nein, aus. Ich brauche Tücher.
Tücher. Hallo? Tücher, ja. Schnell. Ich brauche Tücher. Ich brauche Tücher. Schnell. Weil ich brauche Tücher. So, einmal abgewischt. Oh Mann, ey. Das hat eine Schweinerei. Alles wegen dir. Wegen Super Einhorni. Wegen Super Horni. Gut. Jetzt lassen wir das Ganze trocknen. Anouk ist schon wieder eingeschnappt. Wir lassen das Ganze trocknen, weil sie wird langsam ein Teenager. Jetzt hat sie ihre Kette ohne auf den Boden geworfen. Ist das furchtbar? Wie alt ist die? 7? Das ist ja schlimm, ey. Langsam zum Teenie. Das ist eine ziemlich Screamy Teenie. Dankeschön. Ja, ich glaube, so sollte das halten, auf alle Fälle. Ja. Das lassen wir trocknen und nachher schauen wir nochmal nach dem rechten. Und dem linken Bein. Guck mal. Das Einhorn in der Ruheposition. Ja. Warum muss das jetzt trocknen? Auf der Krankenstation. Auf der Krankenstation, genau. Steht Kopf. Oh, gut, ein brannter Teenie läuft vorbei. Wo ist mein Teenie? Ah, alles wieder gut? Die Zunge ist ganz weit raus. Ganz lame. Ich hab nicht. Die Kette ist nur runtergefallen. Die Kette ist nur runtergefallen, sie hat nicht geschmolzen. Aus dem Mund. Ach, man kann sogar Siegelwachs kaufen. So. Das ist schon fertig, ist schon fest. Unglaublich. Das dauert echt nicht lange zum Gips. Kinder flippen total aus da drüben, weil das Einhorn ist wieder ganz. Natürlich nur deswegen. Oh mein Gott, das Einhorn. Das Einhorn, ja. Ich ziehe ab. Der Sparschlitz ist verstopft. Der Sparschlitz ist verstopft. Mama, warte, Luma, weil es sich auf der Toilette. Ja, total witzig. Luma ist rübergegangen und konnte nicht. Und sie konnte sich. Und sie konnte sich. Nee. Und auf sie Toilette. Konnte sich. Oh, jetzt auf, Papa! So, ich brauche mal ein scharfes Messer. Papa! Ja. Papa, weißt du? Nee. Lumen war so lustig auf der Toilette, sie konnte kaum ihre Hose ausziehen, weil sie mit Innenziehen zusammen war. Weil sie mit Innenziehen da war. Kann ich mein scharfes Messer haben, bitte? Ja. Was lachst du denn da? Dein Mund dazu. Wait, what? Dein Mund. Ist ja nur ein Geräusch. Ist ja auch nur ein Geräusch. Ist ja keine Emotion dabei. Ist nämlich gar nicht witzig. Ist nämlich gar nicht witzig, ist nur simuliert. Aber man muss ja seinen Töchtern das Gefühl geben, die total endwitzig sind. Ansonsten wären sowieso die blödesten Eltern auf der Welt. Das wären wir noch früh genug. Nämlich dann, wenn sie ins Teenager-Alter kommt, was ja schon ist. Was ja schon ist, natürlich. Mit 7 Jahren. So, ich schneide. Ich schneide. Ich schneide mich selbst. Ich schneide so furchtbar. Ich kann nicht mehr so gut Inline-Skates fahren. Du konntest noch nie Inline-Skates fahren. Doch. Papa, ich kann nicht mehr so gut Inline-Skates fahren. Und jetzt in zwei Teile fliegt. Wenn das jetzt in zwei Teile springt. Das ist Wettbewerb. Luma kann eh nicht jetzt fahren. Ja, aber bloß nicht mit Angst und so kann ich mich nicht. Wenn das jetzt in zwei Teile springt. Mach mal. So, ich hab's. Ich habe es getan. Was erst einmal. Oh. Da, komm zu mir. Komm zu mir. Komm zu mir, wir fliehen übers Land. Lass dich mal gehen, aber schnall dich bitte Feuer an. Über alle tippt schon Lieder. Wir ziehen übers Land. Ich
Zeichnungen. Es gibt so viele hässliche Zeichnungen. Geh nochmal auf die Toilette und zieh dein Schlepp. Es ist wirklich furchtbar, dass du überhaupt. Ich modelliere hier gerade irgendwas zurecht und du denkst nur. Ans Malen. Ans Malen. Oh. Fast in den Zucker rein. Der Jute gibt's im Zucker. Ich muss ja das hier auskratzen. Was macht Skadi? Wäsche waschen. Mach Quatsch. Ja. Das ist auch nicht so wichtig machen, ne? Fahr mal zu Mama rein und da! So. Oh! Wow! Ich kann gar nicht gut in den Landskets haben. Lass mal die Luft. Oh, ihr Prinzessin. Ja, jetzt gehst du mit. Jetzt geh mal rüber zu Mama. Ich habe Papa! Guck mal! So, fertig! Einhorn ist fertig. Ja, da klappt es gleich zusammen. Einfach. Aber hier so kann man doch die Risse sehen. Ja, also das ist ja auch kaputt. Ne? Genau. Was hast du denn jetzt gedacht, was damit passiert? Wunderheilung oder was? Ich dachte, dass es hier durchfließt. Na, deswegen habe ich es abgeklebt, damit es nicht durchfließt. Es ist jetzt auf jeden Fall mal so ganz. Es ist so ganz, kann ohne Teile stehen. Es ist noch ganz warm, weil der Gips ab. Du kannst es dir jetzt so hinstellen, okay? Vorsichtig kannst du es jetzt hinstellen. So, wunderbar. Anouk ist natürlich total glücklich und sagt auch fein Danke. Danke. Ich fühle mich geehrt. Ich nehme diese Danke an. Weg ist er. Einhorn bleibt hier stehen, ist offensichtlich nicht so gut gelungen, wie ich dachte. Doch! Na, gut, okay. Aber ich komme da nicht dran, gerade weil die stellt ihr jetzt hin und dann filmen wir da nochmal am Endplatz mit Deko von Mama. So, dann schauen wir uns doch nochmal das Zimmer an hier. Sowieso bleibt ja noch offen. Welches Bett hat sich da nicht ausgesucht? Natürlich das kleinste, was ich dort ja bei Ikea. Ein Boxspringbett. Ja, Katastrophe, das aufzubauen. Dann haben wir gleich noch eine Schminkkommode geholt. Die da, also ein Schminktischchen oder wie nennt man sowas. Und noch einen Sessel, einen gemütlichen hier. Ja. Der ist echt toll, der ist auch wirklich saugemütlich, muss ich sagen. Das ist so, wenn es Ikea ist, ist er gemütlich. Na, und da steht jetzt das Einhorn auf dem Klavier, auf dem Jutenklavier. Steht hier oben jetzt das Einhorn. Na, und das geht ja. Ich meine, wenn man jetzt noch will, kann man hier noch mit Weiß ein bisschen nachmalen oder so. Aber das würde dann auch auffallen. Der bindet noch ab, der ist noch ganz warm jetzt. Der Gips bindet immer noch ab. Aber so kann man es machen. So steht es dann hier. Mann, so ein saugemütliches Bett. Hätte ich mir auch gewünscht. Aber so ist es. Kann ich alles haben. Hauptsache, man kann es seinen Kindern ermöglichen. Das ist doch die Hauptsache. So soll es sein. Ja, jetzt habt ihr ein Update über diese IKEA-Aktion, über diesen IKEA-Horror-Einkauf für mich. So eine Couch haben wir dann auch noch gleich geholt hier. So eine kleine, die am Fußende Stadtfußbank haben wir diese Couch geholt. Auch nicht schlecht. Ganz klein. Und wie gesagt, hat sie hier noch einen niedlichen Sitzsack vor dem Kamin. Und ja eigentlich hin. Und hier sind die ganzen Musikinstrumente halt auch, ja, in ihrem Zimmer. Also da hat sie ein Klavier. Hat sie, wie gesagt, hier, dann hat sie hier so ein, wie nennt man sowas? Harmonika? Melodika? Ja, ein Akkordeon. Das habe ich ja gestern erst bekommen, aber das ist halt auch hier. Eine Flöte haben wir noch hier irgendwo. Und noch ein zweites Klavier, natürlich. Eins. Reicht ja nicht. Wir brauchen noch ein zweites Klavier. Hier ist noch der zweite. Ja, das ist ein sehr antikes Stück. Auch schön. Ja, Anouk, wie gefällt dir das Zimmer? Gut. Ja, sehr schön. Gut. Jetzt haben wir alles eintrainiert. Ja, das war's.